Einmal. Einen wundervollen guten Morgen, wundervolles Sein und danke. Danke, 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 dass wir hier sind, um uns zu erinnern, dass wir ewig, ewig, ewig im Frieden Gottes sind. Und das ist ja so wirklich so, dass Wunder heben ja Groll auf, Wunder heben Ideen von Trennung auf. Und wirklich in dem uns wiederzufinden, ich finde das so, ja, so berührend, dass dieser Friede, im Frieden Gottes zu sein, das wahrzunehmen, dass nie was gefehlt hat, dass immer in jedem Augenblick alles gegeben war, dass wir wirklich hier im Geist einfach nur in der Belehrung dabei sind, die Fehlschöpfung nicht länger zu schützen, sondern zu sagen, hey, ich brauche hier wirklich gerade Hilfe. Jetzt, ich nehme gerade wahr, dass ich angegriffen werde oder ich greife gerade an, ich ziehe mich zurück, was hier alles die Idee ist, dass die Welt, dass in der Welt irgendetwas geschieht, was nicht Gott jetzt ist. Der Irrtum wird ja berichtigt. Ich finde das dermaßen grandios berührend. Und groß steht, sei getrost. Ich habe mal gerade Frieden ergoogelt. Sei getrost und fühle, wie der Heilige Geist in Liebe und vollkommenem Vertrauen auf das, was er sieht, über dich wacht. Sei getrost und fühle, wie der Heilige Geist und Liebe in Liebe und vollkommenem Vertrauen auf das, was er sieht, über dich wacht. Er erkennt den Sohn Gottes und teilt die Gewissheit seines Vaters, dass das Universum in Sicherheit und Frieden in seinen sanften Händen ruht. Und das geschehen zu lassen. Zu sagen, hey, wow, wenn das stimmt, Heiliger Geist, wenn du die Stimme Gottes bist, die Antwort auf meine Idee der Trennung, dann will ich deine Antwort jetzt hören. Das ist ja das, was wir entscheiden können hier. Wann bin ich bereit, die Antwort des Vaters auf meine Idee von Fehlschöpfung, von Trennung, das wieder zu hören? Und anzuerkennen, dass alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gedacht, getan habe, jetzt erlöst ist. Und jetzt erlöst heißt, ich kann wahrnehmen, dass alles, was im Zeitraum geschehen ist, keine Wirkung auf mich hat. Das ist ja Erlösung. Erlöst alles in meinem Geist. Und ich bin erinnert, wer ich jetzt wirklich bin. Und dass uns das gegeben ist, allen gleichermaßen jetzt. Allen. Wir wehren uns nur dagegen, das sagt Jesus. Ja, du wehrst dich gegen das, was schon ist. Ich finde das so berührend. Ich finde wirklich so, weil wir ja alle in dieser Belehrung sind, oder? Weil wir ja alle Ja dazu gesagt haben und immer mehr Wunder in dem wahrnehmen, immer mehr die Lebendigkeit Gottes geschehen lassen. Hey, was willst du, was ich sage, wohin ich gehe, was ich tue? Das, ne, auch egal wo ich bin, selbst wenn ich gerade auf der Arbeit sein sollte und wenn der Heilige Geist sagt, hey, geh jetzt kurz auf die Toilette und dann weißt du, du wirst ja irgendjemandem begegnen, um zu segnen. Also das ist ja nicht, ich muss mich ja nicht von allem frei machen,
von allen Äußeren, um dem Himmel zu folgen, um dem Heiligen Geist zu folgen, sondern das ist ja egal, wo ich bin. Die Form ist bedeutungslos, weil es ja immer nur um die Botschaft geht. Wir sind verabredet hier in Zeitraum, um uns die Botschaft, die Erinnerung, die Heilung zu geben, augenblicklich. Wir sind jetzt frei. Wir sind jetzt geliebt. Wir sind jetzt schon wieder neu geboren. Wir sind jetzt schon wieder neu inspiriert. Und was Jesus ja auch sagt, wenn zwei, drei in meinem Namen zusammenkommen, dann lassen wir einfach Inspiration geschehen. Wir lassen uns so tief berühren, dass das hier nur noch Zeugnis ist. Das ist ja der glückliche Traum. Wow, wir haben uns geirrt. Wir sind ewig in diesem Frieden, im Vater. Und das Ego-Denksystem nicht mehr zu schützen, darum geht es ja im Kurs. Darum sagt Jesus ja, hey, der Kurs geht nicht über den Bereich des Egos hinaus, weil Wahrnehmung immer noch ein Ich ist. Ich nehme wahr. Ich nehme wahr. Ich nehme wahr. Und der Liebe Arme sind ausgebreitet, euch zu empfangen und für immer Frieden zu geben. Der Liebe Arme sind ausgebreitet, euch zu empfangen und für immer Frieden zu geben. Das ist das, was ewig geschieht. Und unsere Macht, was hier steht, liegt darin zu sagen, ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint. Und ich empfange, wie ich gebeten habe. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Und das ist Yippie. Das ist wirklich Yippie-Yay gemeint. Denn hierin liegt die Macht des Heils. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Sehe, ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint. Und ich empfange, wie ich gebeten habe. Und wenn Frieden unser Ziel ist, was ja Jesus im Kurs sagt, das Ziel des Kurses ist Frieden, vollständiger Frieden. Das ist ja auch der Prüfstein der Wahrheit. Ich habe keine Angst mehr vor irgendeinem meiner Brüder, vor der Welt. Ich nehme wahr, wer ich wirklich bin. Und in dem nehme ich wahr, dass wir immer wieder neu geboren in Gott sind. Und darin liegt ja der Frieden Gottes, dass ich weiß, wer ich bin. Und anzuerkennen, alles, was mir geschieht, habe ich erbeten. Ich bitte darum. Und scheinbar dieses Wort, das ist wirklich die Ebene von Zeitraum. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Darum sagt Jesus, verwechsel die Ebenen nicht. In Zeitraum, sobald ich mich als Name, als Körper wahrnehme, bin ich aus dem Frieden Gottes in einen Teil meines Geistes hinausgetreten und habe mir Angst gemacht. Ich glaube an die Trennung. Und wenn ich an die Trennung glaube, dann bin ich im Krieg gegen mich selbst, weil ich versuche, etwas aus mir zu machen, was ich nicht bin. Und dadurch, dass ich die anderen Körper sehe, glaube ich, es ist mir gelungen. Das ist ja Wahrnehmung. Ich nehme mich und alle anderen als Körper wahr, als eine eigene, jeder hat seine eigene Geschichte. Und der Frieden Gottes liegt darin, dass wir im heiligen Augenblick wahrnehmen.
Und auch jetzt darum zu bitten, das ist ja das, was augenblicklich ist, Erlösung. Hey, ich möchte mich jetzt in diesem Augenblick von dir tief erinnern lassen, wer ich wirklich bin. Heiliger Geist, Jesus. Ohne unsere Bitte geschieht nichts. Gar nichts, weil die Welt nicht wirklich ist. Es geschieht hier niemandem etwas. Wenn die Welt wirklich wäre, würde Gott eingreifen. Es ist ein Irrtum, den wir im Geist teilen, den der Trennung. Und wir treffen uns immer wieder, wir begegnen uns, wir erinnern uns, wir vergeben, um wahrzunehmen, okay, es ist gar nicht geschehen. Wenn ich jetzt bereit bin, mich berichtigt sein zu lassen, wenn ich jetzt den Heiligen Geist bitte, Herr, hier ist meine Bereitschaft zur Vergebung, ich will nicht mehr recht haben mit der Trennung. Augenblicklich bin ich erinnert, dass da jetzt Liebe ist. Und das ist uns allen gleichermaßen gegeben. Und dass wir darum bitten müssen, weil die Welt nicht wirklich ist. Darum wird es ja auch als Spiel bezeichnet. Wir als Kinder. Irgendwann wirst du deine schädlichen Spielzeuge weglegen. Irgendwann kehrst du nach Hause zurück und wirst merken, okay, wow, es ist gar nichts geschehen. Und dass wir das ehrlich wahrnehmen können, darin liegt ja der ganze Segen. Und darum sind wir dann ja im Frieden. Weil ich wahrnehme in Augenblicken von Heiligkeit, im heiligen Augenblick, es ist nichts geschehen. Gott hat sein Versprechen gehalten, was im Kurs steht. Ich habe dich nicht ohne Trost gelassen. Ich habe dich nicht ohne Führer, ohne Führung nach Hause gelassen in deinem Geist. Ich habe die Trennung nicht zugelassen. Das steht ja im Kurs. Das ist das Versprechen Gottes an uns. Und uns darauf zu beziehen und zu sagen, hey, selbst wenn ich Zweifel habe an dem, weil ich meine ganze Macht als Kind Gottes, als Teil des Ganzen in diesen Irrtum gesetzt habe, von ich bin vom Vater wirklich getrennt und er wird mich töten, er wird mich bestrafen. Und darum mache ich es mir hier das ist ja auch, was in der Bibel steht, und sie arbeitet mit dem Angesicht des Schweißes. Das ist ja so die Idee, wenn ich nach Hause komme, werde ich bestraft, getötet. Und darum sterben wir hier lieber auf der Ebene, glauben an Schuld, glauben, wir müssen etwas wieder gut machen, glauben, wir müssen leiden, dass wir durch Leiden irgendwas gut machen können. Kennt ihr das, die Idee im Geist? Wenn ich nicht, ne, wenn ich zu glücklich bin, geht das nicht. Und das ist der Irrtum, den wir berichtigt sein lassen. Und der Irrtum, die Berichtigung des Irrtums, das wird nie im Ego geschehen, sondern wir lassen in dem Augenblick das Ego los. Und wir müssen uns dadurch führen lassen, dass wir die Unschuld versuchen, ins Ego zu nehmen. Ah, es macht ja nichts, wie ich mit allen anderen hier bin, weil ich bin ja sowieso unschuldig. Und darum sagt Jesus, verwechsel die Ebenen nicht. Wenn du nicht angstfrei und im tiefen Frieden bist, dann bist du immer noch Sklave des Egos. Und das anzuerkennen, dass ich mich berichtigen lassen muss, wirklich von Denksystemen in meinem Geist, die grundverschieden sind und wo doch in dem einen im Ego ich versuche, die zu verbinden. Ich will als Andrea Hanheide unschuldig sein. Und das wird niemals möglich sein, weil ich als Kind Gottes nicht der Name bin. Ich höre auf diesen Namen, wir lassen das noch geschehen, doch wir wissen immer mehr, dass Zeitraum uns nicht berührt hat. Dass alles, was jemals in Zeitraum geschehen ist, alles, jeglicher Irrtum seit Millionen von Jahren,
der jetzt immer noch in meinem Geist aktiv ist, dass das im heiligen Augenblick in der Gegenwart des Vaters alles komplett erlöst ist. Das lassen wir ja geschehen in Vergebung. Und wir müssen uns dahin führen lassen, das sagt Jesus. Vergebung ohne diese Berichtigung ist eine leere Geste. Wenn wir uns nicht tief berühren lassen vom Heiligen Geist, vom Vater, dann können wir uns nicht erinnern, wer wir wirklich sind. Und diese Berührung geschehen zu lassen, den Geist so zu öffnen, das sind ja auch die Lektionen gerade. Ich lasse das ganze Denken, wo ich mich immer wieder finde, egal wie oft ich nach dem Ego greife, wo ich mich immer wieder finde, hier ist auf jeden Fall die Bereitschaft, da einen Spalt zu öffnen, damit das, was ewig in mir wirkt, ich bin ewig in Gott, ich habe mich niemals getrennt, dass das wieder Raum hat in mir. Das ist ja den Irrtum erlöst sein lassen, um mich wiederzufinden, jetzt als Kind Gottes. Und was für ein Geschenk, dass wir in diesem Frieden sind. Was für ein Geschenk, dass wir uns alle erinnern werden. Was für ein Geschenk, dass es gerade Fahrt aufnimmt in unser aller Geist. Was für ein Geschenk, dass wir unsere Bereitschaft gerade erhöhen. Jesus sagt ja, erstmal reicht die kleine Bereitwilligkeit, aber irgendwann muss es größer werden und anzuerkennen, ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint. Und ich empfange, wie ich gebeten habe. Und wenn ich den Frieden Gottes empfangen will, diese Entscheidung, hey, Frieden ist mein Ziel. Ich will das hier nur noch empfangen, wer ich wirklich bin. Ich will nur noch diesen Frieden mit allen teilen. Dann muss ich das in meinem Geist augenblicklich komplett immer wieder berichtigt sein lassen. Das ist ja, dass wir gemeinsam heilen. In jedem Augenblick, in jedem Gespräch. Wenn ich Zeuge, Zeugin für Gott sein will, was unser Innerstes ist, weil wir nach wie vor sind wie Gott und schuf, die Trennung hat niemals stattgefunden, in keinem Augenblick. In keinem Augenblick. Niemals. Wenn ich das geschehen lassen will, dann kann ich jetzt nur zur Seite treten und das Licht in mir da sein lassen. Weil das immer das ist in jeder Begegnung, was ich begegne. Der Christus, der Heilige Geist spricht zum Heiligen Geist. Die Heiligkeit zur Heiligkeit. Und all das, was wir drüber gelegt haben, egal wie angriffig ich scheinbar gerade jemandem gegenüber bin, egal wie verurteilend, das ist nur eine Illusion. Das ist nur eine Angst, der ich hier Ausdruck gebe, ein Irrtum in einem Teil meines Geistes, in dem ich glaube, dass ich getrennt bin von dir. Und das nicht mehr so wichtig zu nehmen, zu sagen, hey, ich will hier Wahrheit, ich will hier Frieden, ich will dieses Konstrukt von Gedanken, von Vergangenheit, das will ich einen Augenblick nicht schützen. Und dann wahrzunehmen, was geschieht, mich nicht einzumischen. Ich war gestern Abend spät noch im heiligen Augenblick und ich habe ja irgendwie die ersten 3 Jahre mit dem Kurs total viel geweint und seitdem sind ja wenig Tränen da. Und irgendwann war so eine Gnade und es liefen einfach nur noch vor Berührung die Tränen, weil es war wirklich einfach nur noch jetzt Universum, Gott, nichts. Das ist ja das, was wir sind. Das ist das, was uns gegeben ist. Und das ist unser Zuhause und immer mehr wahrzunehmen und geschehen zu lassen, dass alles andere wirklich darüber gelegt ist. Weil sonst könnten wir uns in Stille nicht in dem wiederfinden.
Das ist ja, was geschieht. Vergebung hebt Irrtum auf. Wunder heben auf. Und dann sind wir nur noch in dem, was wir jetzt sind. Und in diesem Traum lassen wir dann immer mehr das geschehen, was gerade durch uns geschieht und geschehen will. Und es ist immer Freude und es ist immer Liebe und es ist immer, immer für alle. Und es ist immer so selbstverständlich, weil ich dann in meinem Selbst verstehe, wer ich wirklich bin. Und das ist ja, wo wir uns hinbewegen. Das ist ja, wo wir uns wirklich die Hand reichen und wo wir sagen, hey, lass uns sein, wie wir sind, immer mehr. Lass uns nur noch Irrtümer berichtigt sein. Und dass Vergebung immer gerechtfertigt ist, um jetzt im Frieden Gottes zu sein. Immer. Es ist immer gerechtfertigt. Egal, was für ein Schmerz da ist. Darum sagt Jesus ja, erstmal reicht die kleine Bereitwilligkeit und irgendwann wird die Bereitschaft größer und irgendwo im Kurs steht auch, das muss sie auch. Und irgendwann gehen wir in die Meisterschaft, sind wir in der Meisterschaft. Und Jesus sagt immer, es geht um die Meisterschaft der Liebe. Du kannst Angst nicht meistern, sondern nur die Liebe. Weil wir sagen, hey, in diesem Augenblick will ich nichts anderes. Ich gebe mich dir hin, ich folge dir nach. Heiliger Geist, ich will mit dir denken. Ich will, ich weiß nicht, welcher ein Ding ich bin, ich weiß nur, ich will nicht wieder nach der Vergangenheit greifen, um mich jetzt wiederzufinden, um mit vergangener Assoziation auf die Situation jetzt zu schauen. Das ist ja das Ego. Ah, ich weiß, das war schon mal schmerzhaft. Das sind ja die Lektionen, dass das alles jetzt ist, dass ich immer nur die Vergangenheit sehe. Und da ist kein Frieden zu finden, weil es ein Irrtum ist. Weil, wenn ich Vergangenheit wahrnehme, bin ich im Krieg gegen mich selbst. Weil ich mich dann angreife als gegenwärtiges Kind Gottes jetzt. Das ist ja der Irrtum. Und es ist so witzig, ne, was heute so zusammenhanglose Sätze kommen. Von einem zum anderen, glaube ich auf jeden Fall. Der Gesang der Freiheit, der das Loblied einer anderen Welt singt, bringt ihm Hoffnung auf den Frieden. Und es ist der Gesang Gottes, denn er erinnert sich an den Himmel. Und nun sieht er, dass der Himmel endlich auf die Erde gekommen ist, von der das Ego-Herrschaft ihn so lange ausgeschlossen hat. Der Himmel ist gekommen, weil er in deiner Beziehung ein Heim auf Erden fand. Und die Erde kann nicht länger halten, was dem Himmel als sein Eigen gegeben ist. Wow. Und das ist die Hoffnung auf den Frieden. Und es geschieht. Und es wird geschehen. Das ist hier schon beschrieben, versprochen. Und das, was wir ja gerade wahrnehmen, auch finde ich, mit immer mehr Brüdern, ist ja das, dass wir wirklich merken, wow, es offenbart sich schon. Wir können das gar nicht mehr aufhalten. So. Und das ist ja auch das, was Jesus im Kurs sagt. Dein Schmerz ist der Widerstand gegen das, was sich offenbart. Und wir haben so lange gelitten und wir hatten so die Verwechslung von Schmerz und Freude. Und das wird ja in jeder Vergebung berichtigt. Ah, okay, wow, ich bin jetzt. Jetzt bin ich im Vater, jetzt ist mir alles gegeben. Jetzt ist die Vergangenheit erlöst, wirkungslos in meiner Wahrnehmung. Das ist ja die Berichtigung in Vergebung. Und dann bin ich im Frieden. Wenn die Vergangenheit in meiner Wahrnehmung für einen Augenblick wirkungslos ist, bekämpfe ich mich und alle anderen nicht.
Und dann bin ich im Frieden. Darum sagt Jesus, der heilige Augenblick ist der einzige Augenblick ohne Angst, ohne Angriff, ohne Schuld, ohne Sünde. Darum sind wir so darauf angewiesen, dass wir uns die Hand reichen, dass wir wirklich so sagen, hey, natürlich will ich vergeben und nichts anderes. Natürlich will ich jetzt mit dir wahrnehmen, dass Vergebung immer die Antwort ist auf jeden Schmerz, auf jeden Groll, auf jeden Zorn. Und zu sagen, wow, ich will unter den Erlösern dieser Welt sein, der Frieden ist mir heilig, heiliger denn alles andere. Und es ist ja dann das Abenteuer auch im Geist. Weil natürlich in unserer Wahrnehmung, in der Trennung, Ärger oft gerechtfertigt ist, oder? Mich zurückzuziehen. Und darum geht es ja, dass wir in den Augenblicken wahrnehmen, hey, will ich das? Das ist ja die Erlösung. Die Erlösung ist ja nicht, dass es nicht geschieht, sondern wir üben immer das, was wir nicht gut können. Und wahrzunehmen, mit irgendjemandem zu sein, sei es in der Familie oder auch irgendwie, wenn dich jemand so auf der Straße, in der Straßenbahn oder. Und wir sind überzeugt von unserer Wahrnehmung, wir sind überzeugt von unserem Rückzug und dann innezuhalten und den Heiligen Geist zu bitten und Jesus. Und wir werden immer wieder durch diesen Widerstand erstmal durchgeführt, sei es durch Scham, durch Groll. Und mich zu fragen, hey, will ich das? Will ich das als Wahrheit schützen? Das ist ja die Berichtigung der Wahrnehmung. Ich glaube, ich habe mich getrennt, fühle mich schuldig, führe Krieg gegen mich selbst. Das projiziere ich nach draußen, darum nehme ich eine Welt wahr, in der das geschieht, gerade jetzt. Das ist mein Geisteszustand. Anzuerkennen, dass das meine Projektion ist, weil ich glaube, ich bin vom Vater getrennt. Anzuerkennen, dass ich im Ego nicht im Frieden sein kann. Dass dieses Denksystem von Trennung nur durch meinen Schutz existiert. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Das anzuerkennen und wahrzunehmen. Hey, wow, Jesus, du als großer Bruder hast gezeigt, es geschieht hier nichts. Wir sind ewig, wir sind unverletzt. Wir haben diesen einen Augenblick. Und mein Versuch hier, das festzuhalten, die Trennung festzuhalten, das ist ja die Fehlschöpfung. Jesus sagte, du bist schöpferisch die ganze Zeit. Und es ist nur ein Teil in meinem Geist, in dem ich diese Fehlschöpfung versuche, wirklich zu machen. Die Welt ist wirklich. Die Trennung hat stattgefunden. Und das halte ich fest, daran halte ich mich fest und darum leide ich. Und Jesus, wenn ich um Hilfe bitte, darum sagt Jesus, du musst um Hilfe bitten, wenn du diese Fehlschöpfung nicht mehr schützen willst. Und wenn ich dann um Hilfe bitte und Jesus mir aufzeigt, in immer mehr heiligen Augenblicken, wow, guck mal, ey, hier, in Offenbarung, du und der Vater, einzig wirkliche Beziehung, nichts geschehen, nichts tut weh, unversehrt, der Körper ist bedeutungslos, du bist Geist. Das ist ja das, was uns dann immer mehr hier wieder fließen lässt. Ich lasse die Welt los, ich will nichts mehr anders haben. Wo du mich haben willst, da will ich sein, weil die Welt mein Geisteszustand ist. Ich werde berichtigt, dass ich ein ewiges Kind Gottes bin und das projiziere ich dann nach draußen, weil ich meinen Geisteszustand sehe und darum sehe ich immer mehr Licht, immer mehr Liebe, immer mehr Glück. Ich nehme wahr, dass Gott mir in jeder Form entgegenkommt. Das ist die Berichtigung in den glücklichen Traum. Der Teil meines Geistes träumt immer noch in Zeitraum, doch ich lasse mich berichtigt sein. Ich nehme wahr, okay, wow, wow, wow. Wenn ich wirklich den Frieden will, wenn ich wirklich Wahrheit will, wenn das mein Ziel ist, ich entscheide mich für mein Ziel, wenn ich den Heiligen Geist wirklich als Lehrer, als Lehrerin bitte,
Wenn ich sage, Jesus Christus, hey, ich will dir nachfolgen, auch wenn ich gar nicht weiß, was das heißt und bedeutet. Doch hier ist mein Ja, weil alles andere bedeutungslos ist in der Welt. Und es ist ja auch das Hohelied der Liebe. Und was hast du davon, wenn du alles profitieren kannst? Was hast du davon, wenn du alle Reichtümer hast, aber du hast der Liebe nicht? Dann haben wir immer Angst voneinander. Du hast immer Angst vom Bruder. Du hast immer Angst, dass dir wieder alles genommen wird. Und das ist ja der glückliche Traum, dass wir angstfrei werden sind. Das ist ja der Prüfstein, wenn du keine Angst mehr hast. Wenn jetzt irgendwie jemand kommt, mir das Leben scheinbar nehmen will und ich weiß, ey, es geschieht nichts. Und das ist möglich. Diese Belehrung im Geist ist möglich. Die ist uns gegeben, weil das wahr ist. Weil wir uns wirklich nicht selber geschöpft haben. Wir sind eine Schöpfung Gottes. Wir können nichts dagegen tun. Wir haben das seit Millionen von Jahren, sagt Jesus, wehrst du dich dagegen? Und wir müssen anerkennen, ist alles zwecklos. Alles zwecklos. Ich habe mich nie getrennt. In keinem Augenblick. In keinem Augenblick habe ich mich getrennt. Und das immer mehr wahrzunehmen, weil dann wird aus diesem Widerstand von, oh, ich will da gerade nicht vergeben, das tut mir zu weh, wird so, wow, wie abgefahren. Dann wandelt sich das alles so in Faszination. Wow, ich will hier gerade lieber sterben und nicht vergeben, als mich der Liebe hinzugeben und der Wahrheit. Und darum sagt Jesus, sei urteilsfrei in deinem Üben. Weil wir lassen ja, es steht ja alles auf dem Kopf. Ich komme ja erstmal dahin, dass ich wirklich glaube, ich habe ein privates Leben. Es gibt sowas wirklich. Und dann kommt Jesus und der Heilige Geist und sagt, hey, du bist Sohnschaft. Jeden Gedanken, den du denkst, teilst du mit allen. Jeden Schritt, den du gehst, teilst du mit allen. Und diesen Augenblick immer mehr in die Sohnschaft so gesehen hinein, das ist ja im Heiligen Geist, im heiligen Augenblick, wir sind alle frei. Du musst dich nicht länger wahnsinnig verhalten. Gott tötet dich nicht, weil die Trennung hat gar nicht stattgefunden. Das ist ja das, was wir aufzeigen. Das ist ja der Augenblick, in dem wir wirklich in Frieden sind, in den Frieden kommen. Die Trennung hat gar nicht stattgefunden. Ich verstecke mich hier, ich versuche mich hier seit Millionen von Jahren vom Vater zu verstecken, in irgendeinem Körper oder in dunklen Gedanken. So beschreibt Jesus das ja im Kurs. Ach, das war alles nur geträumt, weil wirkungslos, weil ich jetzt mich wiederfinden kann in der Gegenwart Gottes. Und echt zu was wir Ja gesagt haben, oder? Zu was Wundervollem wir Ja gesagt haben. Zu einer Belehrung. Zu einer Belehrung von dem, was wir wirklich sind. Wir haben nur vergessen. Wir haben nur vergessen, wer wir sind. Niemals verloren. Es ist nur ein Vergessen. Und darum erinnern wir uns wieder. Das sagt Jesus ja. Du erinnerst dich wieder, wer du wirklich bist. Wer du wirklich bist und wie tief das geht, ne? Das ist ja. Das ist ja unglaublich. Ich gucke mal hier gerade. Genau. Und das wirklich anzuerkennen. Du hast einen Prüfstein, was wir gerade auch hatten, der so sicher ist wie Gott. Und anhand dessen du erkennen kannst, ob das, was du gelernt hast, wahr ist. Darum geht es ja nur. Mache ich mir einen vor, im spirituellen Ego, so,
weil Millionen von Jahren etabliert im Geist. Jesus sagt, wenn du dich nicht entschließt, Wunder zu wirken, schnell angstfrei zu werden, wirst du noch Millionen von Jahren hier sein. Schnell angstfrei heißt, ich bitte nur noch immer mehr oder nur noch um den heiligen Augenblick. Ich vergebe, weil darum ist es ja meine Funktion. Vergebung ist ja wirklich, das ist ja oft so, oh, muss ich schon wieder vergeben, dass so viele denken. Aber es ist ja absurd. Vergebung ist, wow, ich leide hier gerade. Hier ist meine Bereitschaft zur Vergebung. Und wenn ich mich nicht einmische, bin ich augenblicklich erinnert, wow, ich bin im Vater. Und dann hat alles eine andere Bedeutung. Ah, ich bin im Vater. Ah, es geht darum, dass ich hier mich erinnere und bezeuge, dass wir frei sind. Ach, ich bin wirklich frei im Vater. Ich kann jetzt lieben. Es ist keine Vergangenheit, die mich verändert hat als Kind Gottes. Das ist ja Vergebung. Da werde ich ja immer wieder hingeführt. Ich bin jetzt geliebt. Jetzt. 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 Darum ist Erlösung augenblicklich. Und im Ego versuchen wir das so in Zeitraum. Jetzt habe ich vergeben, jetzt will ich diese Wahrnehmung in Zeitraum als Andrea Hanheide etablieren. Und das wird nie gelingen, weil Erlösung augenblicklich ist, weil wir gegenwärtig sind. Wir sind Gegenwart. Zeitraum, sobald ich an Zeitraum denke, bin ich in der Trennung. Und damit easy zu sein, wow, in was für einem tiefen Erinnern wir sind. Und das, was Jesus sagt, das geht viel tiefer. Du schützt die Trennung viel tiefer, als du glaubst erstmal. Weil wir sagen, ah ja, habe ich verstanden, ah ja, ich bin erlöst, also bin ich jetzt erlöst. Aber es geht ja darum, nur darum haben wir einen Prüfstein, der so sicher ist wie Gott. Wenn du völlig frei von jeder Art von Angst bist und all jene, die dir begegnen oder auch nur an dich denken, an deinem vollkommenen Frieden teilhaben, dann kannst du sicher sein, dass du Gottes Lektion gelernt hast und nicht deine eigene. Solange das nicht alles zutrifft, gibt es dunkle Lektionen in deinem Geist, die dich verletzen und behindern und alle um dich her. Die Abwesenheit vollkommenen Friedens bedeutet nur eins: Du glaubst, dass du für Gottes Sohn nicht das willst, was sein Vater für ihn will. Wow. Das ist doch mal. So, weil im spirituellen Ego denken wir ja manchmal, ja, habe ich schon verstanden, bin ich schon. Kennt ihr sowas? Habe ich schon verstanden, habe ich schon verstanden, weiß ich schon. Und es ist so, ich finde das wirklich so, so geliebt, ehrlich, diese Führung, den Kurs, Jesus. Der sagt, hey, wenn du nicht, wenn nicht alle im vollkommenen Frieden sind, der von dir ausgeht, das ist ja das. Jesus war hier, um aufzuzeigen, Kreuzigung, Auferstehung, wir sind alle ewig im Vater geliebt. Und er sagt, das war meins, das war die letzte nutzlose Reise zum Kreuz. Und wir sind jetzt hier, um uns zu erinnern und durch Empfangen und geben aufzuzeigen, dass Gott wirklich ist. Das ist jetzt unsere Funktion, darum ist es Vergebung. Nur noch das miteinander zu teilen und dass das möglich sein wird, so im Frieden zu sein, dass alle um dich herum im Frieden sind, dass von nichts mehr Angst, wir werden von nichts mehr Angst haben, egal welche Art hin, was hier steht. Und solange das nicht ist, solange wir nicht in dem sind, haben wir einfach noch ein Irrtum. Und ein Irrtum zu haben, das braucht Hilfe. Und um Hilfe muss ich bitten. Darum geht's. Es geht nicht darum, dass hier einer fertig ist oder, sondern dass wir Sohnschaft sind, dass in jedem Augenblick wirklich alles komplett neu gegeben ist. Alles. Eine Vertiefung. Wir können uns jetzt so tief im Vater erinnern lassen, wie scheinbar noch nie in Zeitraum.
Darum sagt Jesus, hey, wenn du versuchst, irgendwas zu halten, selbst von einer tiefen Erfahrung, bist du sofort wieder im Ego. Lass los. Ich kann dich dann nicht mehr belehren, weil du sagst dann, nein, weiß ich schon. Und wenn ich sage, ich weiß schon, sage ich nicht, hey, bitte erklär's mir. Führ du mich. Du hast den Irrtum hier vollständig begriffen, erlöst. Führ du mich. Sag du mir. Zeig du mir auf, wo ich immer noch alten Schmerz versteckt vor mir halte. Weil den will ich getröstet sein lassen, weil der schon getröstet ist, weil wir den Weg schon gegangen sind, weil die Welt nicht wirklich ist. Darum ist das getröstet. Es ist Zeitraumebene. Und wir müssen uns in jedem Augenblick berichtigt sein lassen, sonst können wir überhaupt nicht verstehen. Das sagt er ja, du kannst es nicht in der Begrenzung. Ich habe mich begrenzt, weil ich in Wahrheit unbegrenzt bin, in der Wahrnehmung der Trennung, in Opposition. Wir sind liebend, darum nehmen wir uns hasserfüllt wahr. Wir sind urteilsfrei, jetzt gegenwärtig. Darum haben wir aus uns ein Selbst gemacht, uns ein Selbst gegeben, was urteilen kann. Darum muss ich irgendwann wahrnehmen, ich kann das überhaupt nicht, weil ich das überhaupt nicht bin. Das ist nur eingebildet. Schöpfung ist jetzt. Das geschieht. Ob ich das wahrnehme oder nicht, Gott wirkt in allem. Das Licht Gottes wirkt ewig in allem. Ich bilde mir nur in einem kleinen Teil meines Geistes ein, dass die Form, die ich angstvoll darüber gelegt habe, wirklicher ist als der Inhalt. Das ist der Größenwahn im Ego. Ich habe mich wirklich vom Vater getrennt. Ich sterbe hier wirklich. Hier leidet wirklich jemand. Und dass wir den Irrtum aber so tief berichtigt sein lassen müssen, es geht um die Meisterschaft der Liebe. Also muss ich wahrnehmen, dass ich so geliebt bin, weil ich kann nur das geben, was ich bereit bin zu empfangen. Ich muss mich so tief von Gott lieben lassen, so tief, so tief, immer wieder augenblicklich. Das sagt Jesus, ja, du kannst dir das nicht vorstellen, wie geliebt du bist. Du kannst dir das nicht vorstellen und doch ist es uns allen gegeben, gleichermaßen. Und er sagt, du musst Anspruch darauf erheben. Es geht nicht anders. Du musst Anspruch darauf erheben, wahrzunehmen, wer du wirklich bist. Und das ist Vergebung. Und dazu haben wir diesen Prüfstein. Wenn du völlig frei von jeder Art von Angst bist und all jene, die dir begegnen oder auch nur an dich denken, an deinem vollkommenen Frieden teilhaben, dann kannst du sicher sein, dass du Gottes Lektion gelernt hast und nicht deine eigene. Solange das nicht alles zutrifft, alles, nicht nur. Du hast keine Angst mehr, weil das können wir uns ja noch einreden, sondern alle haben Teil am vollkommenen Frieden. Solange das nicht alles zutrifft, gibt es dunkle Lektionen in deinem Geist, die dich verletzen, also die verletzen mich und behindern mich und alle um mich her. Die behindern meine dunklen Lektionen, behindern auch euch. Obwohl ich auf der anderen Ebene in Wahrheit nicht die Macht habe, hier irgendetwas wirkungsvoll zu verändern. Und das sind die Ebenen. In Wahrheit sind wir im Vater. Und doch ist der Prüfstein hier Zeitraum gerade. Bin ich in dem Teil des Geistes angstfrei? Bin ich da im vollkommenen Frieden? Das ist der Prüfstein. Das heißt, bin ich bereit, den heiligen Augenblick so da sein zu lassen, in Ausdehnung, in der Gegenwart Gottes jetzt? Bin ich bereit, mich immer wieder erinnert sein zu lassen, wer ich wirklich bin? Und
Das spirituelle Ego hat so die Idee von, irgendwann muss ich fertig sein. Und die, die wir wirklich sind, sind einfach jetzt. Und dass dieser Frieden wirklich in dem liegt, was wir schon sind. Wir sind im Frieden Gottes, weil wir Mitschöpfer sind. Das ist ja, was wir wiederfinden. Dass die Welt wirklich bedeutungslos ist, was ja auch gerade die Lektionen sind. Meine bedeutungslosen Gedanken von Trennung, von Vergangenheit. Ich projiziere diese Gedanken nach draußen und die zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Weil wenn ich jetzt vergebe und schaue mit dem Heiligen Geist, schaue ich die Gegenwart Gottes in allem. Das ist ja, was sich offenbart. Und vorher ist eine Bedeutungslosigkeit, weil sich alles jetzt augenblicklich verändern kann. Und das anzuerkennen und das geschehen zu lassen und zu sagen, hey, führ du mich, belehre du mich. Weil ich all das nicht bin. Wir schützen einen Irrtum. Das sagt Jesus ja. Sobald du glaubst, dich verteidigen zu müssen, kannst du nur im Ego sein. Weil der, der du wirklich bist, braucht keine Verteidigung. Da sind wir im Frieden. Da ist uns jetzt alles gegeben. Da bist du jetzt so inspiriert, den Teil zu geben, den nur du geben kannst. Da ist ja deine Freiheit. Das sagt Jesus ja. Freiheit ist, nicht nur anzuerkennen, dass ich keine geheim privaten Gedanken vom Bruder haben kann, sondern dass ich auch gar keine haben will. Das sagt er, das ist wirkliche Freiheit. Ich will gar nichts verstecken, weil es gar nichts zu verstecken gibt, weil ich nach wie vor bin, wie Gott mich schuf. Und irgendwas anderes wird nie Wahrheit haben. Und darum geht es ja, dass wir uns immer wieder dahin führen lassen. Ach, ich bin jetzt. Ach, ich bin jetzt. Ach, ich bin jetzt. Ach, es ist jetzt alles gegeben. Es fehlt nichts. Es ist schon. Und ich finde das dermaßen berührend, dass die Erlösung wirklich so ehrlich ist, dieser Prüfstein. Komplette Angstfreiheit und wahrzunehmen, wow, ich mache mir immer noch Angst. Hey, da will ich mich tiefer belehren lassen. Darum muss diese kleine Bereitwilligkeit zur größeren Bereitschaft und irgendwann zur Meisterschaft werden, damit wir wirklich wahrnehmen, ey, wow, es ist mein einziges Bedürfnis ist hier wirklich Frieden. Ich habe anfangs gedacht, so Frieden ist langweilig. Und dabei ist Frieden das Lebendigste überhaupt. Es gibt nichts zu verteidigen, gar nichts. Das ist ja der Frieden Gottes. Wehrlosigkeit. Weil du weißt, du bist jetzt schon wieder neu im Vater. Weil du weißt, alle anderen auch. Weil wir wahrnehmen, wow, es gibt nichts voneinander zu fürchten. Egal, was wir uns hier im Zeitraum scheinbar antun. Es gibt die ehrliche, gegenwärtige Wahrnehmung, Erfahrung, Berichtigung im Geist. Jetzt. Ich kann jetzt im heiligen Augenblick wahrnehmen, wer ich wirklich bin. Und das mehr zu wollen als wie alles andere. Hey, was für ein Abenteuer. Hey, natürlich, egal wie es in mir rebelliert oder. Das Ego wird immer Gründe haben, warum Vergebung nicht gerechtfertigt ist. Das ist, weil es einfach ein, das sagt Jesus ja, ein logisch in sich geschlossenes Denksystem ist. Und doch, wenn ich den Heiligen Geist bitte, da ist ja immer Liebe, da ist ja immer, hey, wie lange willst du hier noch leiden? Weil es ist mein Leid, es ist mein Geist. Der andere macht, was wir vorhin gelesen haben, die anderen da draußen machen das, was ich will. Weil ich mir hier die Trennung beweisen will, weil ich die Vergangenheit sehe. Darum glaube ich. Ich glaube, ich habe
Gott verraten und verlassen. Und darum habe ich Angst vor Verrat und verlassen werden. Und das anzuerkennen, einfach nur anzuerkennen und zu sagen, hey, wow, ich weiß gar nicht, wie da die Lösung, Erlösung aussehen soll, aber hier ist meine Bereitschaft, berühre du mich. Mach du, weil es schon ist. Ich habe das Problem im Geist. Ich glaube immer wieder an die Trennung. Ich glaube immer wieder, dass Angriff, Rückzug gerechtfertigt ist. Und ich will diesen Krieg gegen mich und die anderen nicht länger. Ich will den Frieden Gottes mehr als alles andere. Und wir hatten das jetzt auch in der Gruppe, so diese Idee, so wirklich, hey, wie attraktiv ist denn das? Also im Ego ist das ja nicht attraktiv, das Licht in allen zu schauen. Weil im Ego nehmen wir uns nur, leben wir nur so gesehen. Überleben wir, weil wir uns vergleichen, weil wir entweder unter oder überlegen sind. Und wahrzunehmen, ey, da wird auch nie was anderes passieren. Das Ego heilt nicht. Da wird immer Krieg sein, da ist Frieden unmöglich. Wenn ich den Frieden Gottes mehr will als wie alles andere, dann kann ich nicht umhin zu sagen, hey Jesus Christus, ich folge dir nach. Heiliger Geist, belehre du mich, weil ich will nicht mehr das schützen, was ich irrtümlich dachte, was geschehen ist, nämlich die Trennung. Ich will wahrnehmen, wer ich bin, wer wir alle sind jetzt. Das ist ja, was sich offenbart. Und Angstfreiheit von jeder Art, das ist das, was Jesus geistig hier im Traum aufgezeigt hat. Darum geht es ja immer wieder. Der Hauptteil meines Geistes, unseres Geistes, da sind wir erinnert. Da sind wir im Frieden. Da sind wir in Gott. Es geht nur um den kleinen Teil, in dem wir wirklich die Fehlschöpfung schützen. Und da wirklich Hilfe reinzubitten und zu sagen, hey, und jetzt lasse ich dieses Abenteuer von Berichtigung mehr und mehr geschehen. Ich gebe mich dir wieder hin. Ich unterwerfe mich dir, weil ich will hier nicht mehr Sklave der Zeit, Sklave des Egos sein, weil ich will nur noch aufzeigen, dass du wirklich bist, weil der heilige Augenblick so eine Freude, so ein Licht, so ein Frieden offenbart, den ich natürlich selber niemals herstellen kann im Ego. Das ist ja das, was geschieht. Darum lassen wir ja los. Darum finden wir uns ja wieder und sagen, hey, pff, ey, danke, 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 dass alles, was ich dachte, was hier geschieht, Irrtum ist. Danke, dass du mich sicher hältst und nur noch das will ich wahrnehmen, weil alles andere wirklich bedeutungslos wird. Und dass wir, was wir schon hatten, dass wir sind, wie Gott uns schuf. Da werden wir uns wiederfinden. Und was für das Ego der Tod ist, ist natürlich für unser wirkliches Selbst. Wir sind. Wir sind. Wir haben echt nur vergessen, wer wir sind. Und das blitzt ja auch immer wieder durch. Und das ist ja das, was gerade geschieht, dass die Sohnschaft erwacht. Es scheint, es blitzt immer mehr durch, sei es in kurzen Augenblicken von Licht, von Lebendigkeit, von Inspiration, von Trost, von plötzlich, wow, ist deine Liebe in meinem Herzen. Das ist ja das, was gerade geschieht. Und wir sind alle Teil des Ganzen. Und auch wenn es auf der einen Seite sagt, Jesus, ja, das Universum, es ist einfach weiter in Ausdehnung, egal wie lange, selbst wenn ich Millionen Jahre hier noch weiter leide, geboren werde und sterbe. So, er sagt ja, das ist kein Geburt, ist kein Beginn, Tod ist kein Ende, sondern es ist die Fortsetzung eines Irrtums. Und doch sagt Jesus, hey, du hast hier einen Teil zu geben in diesem Traum. Und wenn alle erinnert sind, dann ist alles wieder eins. Und das ist einfach unsere tiefste Sehnsucht und die wird nie aufhören.
Und dass die gerade in allen mehr und mehr und mehr und mehr aufblüht und alle sagen, hey, ich will das Alte nicht mehr. Ich will nicht mehr auf das Ego hören. Ich will nicht mehr die Vergangenheit schützen, egal wie sehr ich noch an vielleicht an Zeitraum und Vergangenheit glaube. Es ist ja bedeutungslos und doch ist Erlösung immer augenblicklich jetzt gegeben. Und das feiere ich einfach so, dass wir wirklich alle bereit sind zu sagen, hey, lasst uns echt erinnern, wer wir wirklich sind. Danke, danke, dass der Heilige Geist so honest, danke, dass Vergebung echt Erlösung hier ist. Und danke, dass wir ebenbürtig in Gott sind, im Vater, in den Gaben, in der Gnade. Und dass wir wirklich alle diesen Teil geben, weil wir ihn schon gegeben haben. Das ist ja das, wo die Leute sich gerade gar nicht mehr gegen wehren können. Das, wie Gott durch dich hier gewirkt hat, ist passiert. Und wir wehren uns einfach nicht mehr so, weil sich immer mehr erinnern. Das sagt Jesus, wenn eine genügend große Anzahl wunderwirkend wird, passiert was grundlegend Neues. Weil dann geht das wirklich in die Sohnschaft und da sind wir gerade dabei. Und das finde ich wirklich echt, weil darin liegt unser Frieden, dass wir uns hier ganz schenken und nichts mehr zurückhalten aus Angst. Angst ist immer Ego. Und wir sagen gerade, ey, ich will nicht länger Sklave von Zeitraum, vom Ego sein. Wenn die Welt meine Projektion ist, warum soll ich mich meiner Projektion, meiner Angstprojektion unterstellen? Na, das wird ja absurd. Und ich liebe euch. Und dass wir frei sind. Ey, und das ist für uns nicht leicht ist, sagt Jesus ja auch. Und darum bietet er sich ja auch noch mal an. Und darum ist der Kurs ja auch noch mal in den Zeitraum reingekommen, damit ich auf jeden Fall eine Möglichkeit habe, mich noch mal tiefer zu erinnern. Und hierin liegt ja der Frieden Gottes, dass einfach nie, nie, nie irgendetwas ohne Gott wirklich geschehen ist, weil Gott jetzt wirkt ewig unverändert. Darum ist es ja ein Traum. Darum können wir überhaupt erwachen. No, darum können wir überhaupt plötzlich wahrnehmen, wow, da ist Licht. Wow, alle Gedanken sind eins. Wow, es gibt gar keine privaten Gedanken. Wir können es ja nur wahrnehmen plötzlich. Das machen wir ja nicht, sondern wir lassen wirklich den Irrtum los. Ich lasse mich wirklich berichtigen, dass wir eins im Geist sind und dass ich das in Wahrheit feiere und nicht, ich im Ego glaube, dass das bedrohlich ist. Ach echt, wie schön, was für ein Frieden. Ich liebe euch, ich liebe. Und echt. Danke.